Hallo, ich bin's wieder, heute mit einer ganz besonderen Ausgabe von Fragen Sie Peter Spork. Es ist eine Sonderausgabe und ich muss zugeben, ich bin ein wenig aufgeregt, denn heute präsentiere ich euch mein neues Buch. Es heißt Die Vermessung des Lebens und heute ist tatsächlich auch der Erstverkaufstag des Buches. Es geht darin um Systembiologie und genau genommen, wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Ja, der Untertitel ist so lang, ich muss ihn selber noch vorlesen, kann ihn gar nicht auswendig. Was ist Systembiologie? Systembiologie begegnet euch im Moment ganz schön viel in dieser Corona-Pandemie, weil diese Menschen wie Viola Priesemann oder Michael Mayer-Herrmann, die ihr aus dem Fernsehen kennt, das sind Wissenschaftler, die Pandemie modellieren. Sie machen Modellrechnungen und schauen sich an, wie entwickelt sich die Pandemie zuletzt, wie verhalten sich die Menschen, was für eine Wirkung hat vielleicht der Shutdown. Und genau daraus rechnen sie dann, machen Prognosen, wie die Pandemie sich weiterentwickeln wird. Und genau das ist im Grunde Systembiologie. Systembiologie ist der Versuch, biologische Prozesse mit Hilfe der Mathematik zu modellieren. Ich selber, deshalb ist es auch für mich ein ganz besonderes Buch, ich habe noch ein paar davon, keine Sorge, es ist ein ganz besonderes Buch für mich. Ich selber habe mich eigentlich schon in meiner Doktorarbeit mit so etwas Ähnlichem beschäftigt. Da habe ich schon sowas wie Systembiologie gemacht. Vor mehr als 30 Jahren habe ich nämlich Heuschrecken in einen Windkanal fliegen lassen und habe ihnen verschiedene optische Muster vorgespielt und wollte herausfinden, wie sich diese Heuschrecken anhand der Bewegung um sie herum orientieren. Und dann habe ich ein solches Modell entwickelt, so eine Art Schaltplan, der erklären soll, wie die Heuschrecken funktionieren. Und dann habe ich sogar ein Computermodell geschrieben, ein Computerprogramm geschrieben, in dem ich die Heuschrecken modellieren konnte. Ich konnte also in dem Programm ausrechnen, wie die Heuschrecken auf bestimmte optische Bewegungen, Reize reagieren werden. Und damit konnte ich vorhersagen, wie die Experimente ablaufen werden. Und das ist im Grunde, was Systembiologie macht. Systembiologie verwendet die Mathematik und modelliert Biologie. Sie schafft so etwas wie, man spricht von digitalen Zwillingen, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Sie schafft virtuelle Lebewesen. Und diese virtuellen Lebewesen helfen dann natürlich dabei, die Zukunft dieser Lebewesen vorherzusagen. Also das erste Beispiel, das wir vielleicht alle oder ihr auch schon im Biologieunterricht kennengelernt habt, das ist genau 100 Jahre alt. Die Herren Alfred Lotka und Vito Volterra haben unabhängig voneinander die sogenannte Lotka-Volterra-Gleichung aufgestellt. Und die beschreibt die Abhängigkeit von Beutetieren und ihren Räubern. Wenn ganz viele Beutetiere da sind, dann haben die Räuber viel zu fressen und werden mehr. Aber je mehr Räuber da sind, desto weniger Beute gibt es, weil die wird ja aufgefressen. Und dann wird die Beute weniger und etwas später wird dann natürlich wird auch die Zahl der Räuber wieder weniger, worauf die Beute wieder häufiger wird und so fort. Und genau das haben die beiden mit einer mathematischen Formel perfekt beschreiben können. Und man hat gesehen, tatsächlich, es funktioniert in der Natur genauso, wie die beiden es mithilfe der Mathematik beschrieben haben. Das war sozusagen die Geburtsstunde der Systembiologie, auch wenn damals das noch niemand so genannt hat. Heute, seit so ein paar Jahrzehnten, hat die Systembiologie tatsächlich ihren Namen. Und das hier ist zum Beispiel Nikolaus Rajewski, der ist Leiter des Instituts für medizinische Systembiologie in Berlin. Und was der macht ist, er versucht jetzt nicht nur Zellen, einzelne Zellen zu simulieren, sondern er versucht über einzelne Zellen ganz viel herauszufinden. Denn es ist klar, ich kann nur Dinge gut berechnen, die ich auch gut kenne. Also wenn ich, wie zum Beispiel in der Corona-Pandemie, ganz viele Daten über die Pandemie gewinne und dann Modellrechnungen mache, dann werden die Modelle nur dann richtig und zuverlässig, wenn die Daten, mit denen ich die Computer gefüttert habe, auch saubere, gute Daten sind. Und Rajewski, der erforscht eben an seinem Institut mit seinen Mitarbeitern ganz viel, wir haben 37 Billionen Körperzellen, wie diese einzelnen Zellen funktionieren.
Er misst ihre Gene, er misst ihre epigenetischen Schalter, er misst ihre, die Genaktivität und er misst teilweise auch die Proteine, die die Zellen erzeugen. Er baut aus diesen Zellen kleine künstliche Organe, sogenannte Organoide. All das ist auch Systembiologie. Und Andrejewski sagt deshalb auch, der hat eine wunderbare Definition gefunden, der sagt, das Vermessen und Berechnen des Lebens an einem bestimmten Moment und um diesen Moment herum, exakt, das ist Systembiologie. Also genau schauen, ganz viele Daten sammeln über den Jetztzustand, über die Vergangenheit und daraus mit Hilfe der Mathematik ausrechnen, wie die Zukunft sein wird. Und er sagt tatsächlich, er ist ganz stolz darauf, wir beginnen schon heute in ersten Ansätzen das Leben vorherzusagen. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Ja, das klingt wirklich irre, das Leben vorhersagen. Dazu braucht man natürlich nicht nur diese Einzelzellbiologie, dieses immer bessere Verständnis von Biologie. Man braucht auch Computer, die unglaublich leistungsfähig sind, Hochleistungsrechner. Und man braucht Software, Algorithmen, die sehr, sehr, sehr gut daran sind, aus gigantischen Datenmengen die verborgenen Muster aufzuspüren, die wirklich wichtig sind für die Zukunft. Ja, da ist es wieder, das Buch, kennt ihr inzwischen. Und das heißt, was wir brauchen, ist künstliche Intelligenz, moderne Computertechnik, Großrechner. Und deshalb kann die Systembiologie heute viel, viel mehr, als ich vor 30 Jahren mit meinen Heuschrecken konnte. Das war Steinzeit dagegen. Heute kann die Systembiologie wirklich so etwas schaffen wie digitale Zwillinge. Und das ist auch ihr großes Ziel, dass sie sozusagen von jedem von uns ein oder mehrere, vielleicht sogar hunderte Zwillinge in einem Computer simuliert und wir mit Hilfe dieser Zwillinge dann tatsächlich sehen können, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Dann ein Zwilling, der trainiert dann vielleicht für einen Marathonlauf, ein anderer Zwilling, der trinkt jeden Abend eine Flasche Rotwein. Und dann sehe ich anhand dieser systembiologischen Vorhersage, wie denn meine Zukunft als Marathonläufer aussieht oder als Säufer. Und ich kann dann meine Schlüsse daraus ziehen, was vielleicht besser für mich ist. Bin aber immer frei, im Ideal das selbst zu entscheiden. Ingenieure machen so Ähnliches mit Maschinen. Die bauen auch nicht jede Art von Maschine selbst, sondern sie machen einen digitalen Zwilling im Computer und mit dem probieren sie aus, welches Material das Beste ist für die Maschine, welcher Antrieb der beste ist. Und danach entscheiden sie, was für eine Maschine sie tatsächlich bauen. Und das ist diese Idee des digitalen Zwillings für den Menschen auch. Man sammelt so viele Daten, wie irgendwie geht. Die Systembiologie ist unglaublich datenhungrig und wir müssen uns in Zukunft auch damit beschäftigen, wie wir diese Daten schützen können oder wie wir sie schützen müssen vor großen Konzernen wie Google, Amazon oder auch vor unseren Krankenkassen und so weiter, damit es keinen Missbrauch mit unseren Daten gibt und wie wir gleichzeitig mit unseren Daten vielleicht auch Gutes bewirken, der Wissenschaft helfen können. All dafür gibt es auch schon gute Ansätze, darüber schreibe ich auch in meinem Buch, weil ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich damit heute schon auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Okay, also die Systembiologie sammelt alle Daten, die sie kriegen kann, über unseren Körper, über unsere Organe, über unsere Gewebe, aber auch psychologische Daten, Daten über unsere Vergangenheit. Und mit diesen Daten füttert sie Modelle, Computer, künstliche Intelligenzen und die Modelle, für die gibt es ja die Grundlagenforschung, die diese Modelle immer mehr optimiert, weil sie immer mehr über die Biologie herausfindet. Und wenn die Modelle gut genug sind, wenn die Daten ausreichend in der Zahl sind, dann kriegen wir ganz viele digitale Zwillinge, die uns wirklich zuverlässige Prognosen für unsere eigene Zukunft sagen. Und mit denen kann die Medizin dann Dinge machen wie Diagnosen erstellen, Prognosen für unsere Krankheit oder unsere Gesundheit erstellen, Therapie, die ideale, extrem präzise Therapie herstellen oder empfehlen. Und wir selber haben dann vielleicht so etwas wie einen Gesundheitsnavigator auf unseren Smartphones, der uns sagt, was wir essen sollen oder was wir besser essen sollten. Wir müssen ihm ja nicht folgen. Oder wie viel Sport wir noch machen sollten, wie viel wir schlafen sollten, wie wir unser Leben gestalten sollten, der uns Tipps gibt, so wie das Navi im Auto, das uns auch sagt, wie wir von A nach B kommen. Wir müssen das ja nicht machen, wir können ja einen Umweg fahren, das ist dem Navi völlig egal. Genauso wird es mit den Gesundheitsnavigatoren sein.
Wir können unser Leben leben, so wie es uns Spaß macht, aber der digitale Zwilling, der Navigator, gibt uns Ratschläge dabei. Und das findet ja zum Teil jetzt schon statt. Beispiel Corona-Pandemie, auch da findet es schon statt. Oder bei Diabetikern, die künstliche Bauchspeicheldrüsen haben. Das sind, in Ansätzen ist das schon angekommen. Ernst Hafen, der war mal Präsident vor kurzem von der ETH in Zürich und der ist heute am Institut für Systembiologie dort. Der hat sich ganz viel damit beschäftigt und der sagt, in 10 Jahren sieht die Welt ganz anders aus und vor allem auch die Medizin. Und der sagt auch, man sollte eigentlich gar nicht mehr von Medizin sprechen. Man sollte von Gesundheit sprechen. Und das ist das Letzte, was ich euch heute noch zu meinem Buch sagen möchte. Ich entwerfe in diesem Buch eine Vision, eine sehr positive Vision von einer menschlichen, ganzheitlichen Medizin. Und diese Medizin hat sehr wenig zu tun mit der heutigen kalten Apparatemedizin. Das Absurde ist, oder diese Medizin braucht ganz viele Daten, sie nutzt Computer, um uns eine sprechendere, menschlichere Medizin zurückzuschenken. Weil all diese Dinge können Mediziner, ÄrztInnen delegieren an die Computer, an die digitalen Zwillinge und die ÄrztInnen können sich wieder auf uns selbst konzentrieren. Sie können uns zuhören, sie können sich mit uns unterhalten und dann werden Psychologen, ÄrztInnen, aber auch Hebammen, ErnährungsberaterInnen, PhysiotherapeutInnen, all diese Leute werden uns auf dem Weg gemeinsam mit dem digitalen Zwilling auf unserem Weg in die Gesundheit begleiten. Und das ist die Vision ist, dass wir auf die Art ein langes, beschwerdefreies, erträgliches Leben haben werden und möglichst gesund dabei sein werden. Und deshalb heißt es eben auch, wir werden Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Ja, ich hoffe, jetzt habe ich euch ein bisschen neugierig gemacht. In dem Buch steht natürlich noch viel, viel, viel mehr drin.